Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Annika Bühnemann, ich bin die Gründerin vom Blog vom Schreibenleben.de und hier auf dem Kanal erhältst du Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Konflikte beschäftigen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, um Spannung im Roman irgendwie entstehen zu lassen. Und das Thema ist sehr komplex und sehr vielschichtig, deshalb werden wir nur einen ganz kleinen Teil heute machen. Und das ist auch ein kleiner Einblick in meinen Schreibkurs, den ich dir auch unten natürlich verlinke. Falls du also Lust hast, deinen Schreibstil zu verbessern und mehr Spannung im Roman irgendwie aufleben zu lassen, dann schau da doch gerne mal vorbei. Ich habe mir gedacht, wir gehen heute einfach mal verschiedene Konfliktarten durch, die sich so in dem Roman ergeben können. Einerseits können diese Konflikte sich in deiner Person zeigen, also nicht in deiner Person, sondern in deinem Protagonisten oder in deinem Helden. Andererseits können sich diese Konflikte aber auch in der Szene selbst zeigen. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Ganz am Anfang steht der klassische Personenkonflikt. Das heißt, eine Figur hat mit einer anderen Figur irgendein Problem. Das passiert eigentlich ständig. Also wenn wir mal Harry Potter als Beispiel mal wieder bemühen, Band 1 zum Beispiel, da haben wir Harry am Anfang, der ein Problem mit seiner Familie hat, also mit Dudley und mit Onkel Vernon und mit Tante Petunia. Und später, wenn er in Winkelgasse ist, dann trifft er auf Malfoy, mit dem er ein Problem kriegt. Er hat später in der Schule mit Snape ein Problem. Er hat sowieso auch mal mit Hermine und mal mit Ron ein Problem. Sogar mit Leuten, wie gesagt, die er mag, mit McGonagall. Er kommt irgendwie mit allen Personen ständig mal in Konflikt. Das heißt, in jeder Szene kann es immer Personen geben, die einen Konflikt heraufbeschwören. Das müssen keine Antagonisten sein, das können auch die Freunde sein, sollten sogar auch mal die Freunde sein. Da ist nicht immer Heititei angesagt und auch die müssen mal irgendwie ein bisschen gegeneinander gehen. Und wenn also gerade die Szene so ein bisschen langweilig ist, dann überleg mal, ob du nicht irgendwie einen Personenkonflikt mit einfügen kannst. Natürlich gehört ja der Antagonistenkonflikt in der Regel auch mit dazu. Jede Figur, das weißt du mittlerweile sicherlich auch, hat natürlich nicht nur äußere Konflikte, mit denen er irgendwie klarkommen muss, sondern vor allen Dingen auch innere Konflikte. Das ist, habe ich glaube ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, auch häufig dieses Problem mit dem Antagonisten. Ich weiß, dass viele Autoren sich schwer tun, Antagonisten zu erstellen, die als Person agieren, weil sie häufig sagen, ja, bei meiner Figur ist der Antagonist aber die Angst oder bei meiner Figur ist es aber, dass er Zweifel an sich hat oder so. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, einen Antagonisten einzuführen, aber es ist eigentlich eher ein ganz klassischer innerer Konflikt. Jede Figur braucht externe und innere Konflikte, um vielschichtig zu sein. Und auch diese Geschichte braucht das, um vielschichtig zu sein. Das heißt, neben einem Personenkonflikt zum Beispiel haben wir auch innere Konflikte. Also Ängste, Verletzungen, Zweifel, die der Held im Laufe der Geschichte überwinden muss. Auch hier nehme ich Harry Potter gerne wie immer als Beispiel. Wir haben zum Beispiel, als Harry den Brief bekommt von Hogwarts, den inneren Konflikt, dass er das Gefühl hat, gar nicht dazugehören zu können. Er hat sofort Zweifel, ob er mithalten kann, weil er gar nicht weiß, dass er ein Zauberer ist. Und er möchte im Grunde, er freut sich zwar auf der einen Seite, dass er weg kann von seiner Familie, die er nicht mag, aber andererseits hat er richtig große Angst, dass er dort versagen wird. Das heißt, wir haben Angst vor Versagen als inneren Konflikt und Angst, da zu bleiben, aber auch als äußeren Konflikt. Und diese beiden gehen halt gegeneinander. Solche Szenen werden dann eben spannend, weil wir wissen, okay, er möchte zwar weg, aber traut sich auch nicht wegzugehen. Diese inneren Konflikte sollten sich mit der Zeit übrigens steigern, gerade falls du eine Trilogie oder sowieso mehrere Bände planst. Es ist, um die Spannung aufrechtzuerhalten, eigentlich ganz wichtig, dass diese inneren Konflikte immer größer werden. Am Anfang ist es bei Harry wirklich nur einfach diese Frage, okay, kann ich vielleicht bei dieser Schule bestehen oder nicht? Werde ich zurückgeschickt? Bin ich gut genug, um überhaupt ein Zauberer zu sein? Und später im 7. Band ist es ein innerer Konflikt, kann ich die Welt retten oder nicht? Also das ist ja eine ganz andere Priorität und eine ganz andere Frage als am Anfang der Serie. Der nächste Punkt sind Gesellschaftskonflikte oder Systemkonflikte, also der Held gegen das System. Sehr beliebte Variante und immer wieder zu empfehlen, weil es einfach sehr spannend ist zu lesen. Laut James N. Fry, der Autor ist von Wie man einen verdammt guten Roman schreibt, was unten auch verlinkt ist, ist es eigentlich notwendig, dass es einen Systemkonflikt eben mit der Figur gibt, weil laut ihm ein Held immer ein Außenseiter sein sollte. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, es muss kein Außenseiter sein, aber Außenseitergeschichten sind immer spannend und Außenseiter haben per se schon mal ein Problem mit dem System, weil sie entweder nicht dazugehören, aufgrund ihrer Persönlichkeit zum Beispiel,
oder aber weil sie aktiv sich dagegen entscheiden. Hier haben wir 100.000 Beispiele, die da greifen. Da nehme ich jetzt mal nicht Harry Potter, sondern ich nehme mal die Tribute von Panem. Da haben wir zum Beispiel Katniss, die auserwählt ist, um an den Hungerspielen teilzunehmen. Und sie kämpft im Grunde gegen das System an. Gar nicht unbedingt gegen die Gegner, die sie dort in der Arena hat, aber ihr größeres Ziel ist, gegen das System zu rebellieren, später zumindest so im Verlaufe dieser drei Bände. Das System wird dabei auch häufig verkörpert durch eine Figur, die dann als Antagonist dienen kann, aber man kann ja im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich ein Kampf gegen ein System ist. Jeder Mensch hat ja verschiedene Bedürfnisse und jede Figur hat auch verschiedene Bedürfnisse und auch die können als Konflikt dienen. Mancher mag das vielleicht als inneren Konflikt dann irgendwie sehen, ist für mich aber nicht der Fall, weil bei inneren Konflikten geht es häufig eher um psychologische Sachen, wie gesagt, um die Überwindung einer Verletzung oder um Ängste oder Zweifel. Bei Bedürfnissen geht es wirklich erstmal hardcore um Überleben, also um Hunger, um Schlaf, um soziale Zugehörigkeit, solche Dinge. Wir können uns da ganz einfach an der Maslow'schen Bedürfnispyramide orientieren, die du bestimmt schon mal in der Schule oder sowas dann irgendwie gesehen hast. Da geht es unten auf der untersten Stufe erstmal wirklich ums nackte Überleben und je weiter die Bedürfnisse steigen, desto abstrakter werden sie, bis es ganz oben um das Bedürfnis der Selbstverwirklichung geht. Und alle diese Bedürfnisse, die dort aufgezeigt werden, sind auch potenzielle Konfliktpotenziale. Also um es mal ganz krass zu machen, wenn deine Figur gerade in einer Situation ist, wo es, sag ich mal, ums Schwimmen zum Beispiel geht, könnte ein möglicher Konflikt sein, dass sie im Schwimmbecken oder im Meer oder wo sie ist, dann einen Krampf kriegt und plötzlich um ihr Überleben ringen muss, weil sie nicht mehr atmen kann. Ein weiterer Konflikt ist die Natur selbst, die als Konflikt dienen kann und die immer mal wieder Spannung reinbringen kann. Beispielsweise, wenn ein Sturm aufzieht, ein Gewitter plötzlich da ist, wenn ein Vulkan ausbricht, wenn es ein Erdbeben gibt, wenn, Castaway beispielsweise ist ja mehr oder weniger komplett der Mensch gegen die Natur als Thema sogar. Also da ist auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Natürlich sollten diese Naturkatastrophen beispielsweise immer irgendwie sinnvoll eingearbeitet werden. Das heißt, man sollte schon vorher erwähnen, dass es zuzieht, dass es regnet, dass die Wetterverhältnisse gerade verrückt spielen, dass man den heißesten Sommer hat, den kältesten Winter. Also, dass irgendwie es sinnvoll ist, dass in dieser Situation, die wir gerade haben, der Regen einsetzt oder das Gewitter kommt. Also, es sollte nicht so zufällig passieren. Zufälle sind immer nicht so gut für Spannung, sondern es sollte sich irgendwie aus der Situation heraus ergeben. Aber dann ist die Natur auch ein guter Konflikt und sogar ein möglicher Antagonist. So, das war jetzt einfach mal die Aufzählung ein paar möglicher Konflikte. Sicherlich gibt es sogar noch mehr. Wenn dir also noch mehr Konfliktpotenziale einfallen, dann schreib es gerne unten in die Kommentare, sodass wir alle davon profitieren können. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, den Schreibkurs dem anzugucken, der ist auch unten verlinkt. Wenn du möchtest, kannst du dir jetzt hier in dieser Playlist weitere Schreibtipps angucken oder aber den Kanal hier abonnieren, wenn du Lust hast, zu unserem Team hier dazu zu gehören. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach es gut, bis dann. Tschüss.